Ich heiße Liana und bin 8 Jahre alt. Und ich bin Rike und auch 8 Jahre alt. Wir gehen in die 3. Klasse der katholischen Sophienschule. Wir möchten euch das Buch Weihnachten mit Thomas Müller von Karin Duwe vorstellen. Jetzt denkt ihr bestimmt, in dem Buch geht es um Fußball. In dem Buch geht es aber gar nicht um den Fußballspieler Thomas Müller, sondern um einen Teddybären, der auch Thomas Müller heißt. Er gehört dem kleinen Mark Wortmann, der ihn ganz doll liebt und ihn überall mit hinnimmt. Ja, am Heiligabend nimmt Mark den Teddy zu den letzten Einkäufen der Familie mit, in das große Kaufhaus. Da passiert es. Mitten im Durcheinander und den vielen Leuten verliert Mark seinen Teddy. Thomas Müller bleibt aber zunächst ganz ruhig und denkt sich, das kann ja mal vorkommen. Vor dem Kaufhaus steht ein Taxi. Dort steigt er ein. Als der Taxifahrer aber merkt, dass der Teddy gar kein Geld dabei hat, wirft er ihn hochkant wieder raus und der Teddy landet in einem Brunnen. Gott sei Dank schafft Thomas Müller es wieder, aus dem Brunnen nach oben zu krabbeln. Da sitzt er ganz allein und eiskalt. Was soll er jetzt machen? Wie kommt er nur nach Hause? Jetzt wird es auch schon langsam dunkel. Als dann plötzlich noch eine ziemlich gefährlich aussehende Katze auftaucht, kann er noch nicht einmal weglaufen, weil sein nasses Fell inzwischen an den eiskalten Stein festgefroren ist. Aber die Katze ist doch gar nicht so bedrohlich und hört sich die Geschichte von Thomas Müller an. Aber richtig trösten kann sie ihn auch nicht. Ich finde es jedenfalls nicht so toll, wenn die Katze sagt, dass er sich nicht so aufregen soll und die Familie sicherlich schon einen flauschigeren Teddy hat. Immerhin hilft sie Thomas Müller und schlägt ihm vor, mit ihr zu kommen. Sie finden tatsächlich den Weg nach Hause zur Familie von Max. Sie freuen sich natürlich alle sehr, dass der Teddy wieder da ist. Und endlich kann Weihnachten gefeiert werden. Die Katze darf natürlich auch bleiben. Sie ist gar nicht so kratzbürstig und gemein, sondern eigentlich ganz lieb. Ohne ihre Hilfe hätte es Thomas Müller nie nach Hause geschafft. Deshalb bekommt sie auch ein Weihnachtsgeschenk. Am Ende legen sich der Teddy und die Katze auf das Sofa. Thomas Müller fragt die Katze: Darf ich mich ankuscheln? Du darfst. Das Bild dazu ist so süß. Überhaupt finde ich alle Bilder toll. Das sind keine Fotos, sondern Zeichnungen. Super ist auch, dass die Geschichte in Hamburg spielt. Und die Straßen kennen wir, zum Beispiel die Mönckebergstraße oder das Karstadt-Kaufhaus. Das kann man sich dann richtig gut vorstellen, auch den Brunnen dort. Vor allem gibt es ein Happy End und alle sind froh und glücklich. Sie haben sogar eine neue Freundin gefunden und alles zu Weihnachten. Das passt richtig gut.